Einen wunderschönen guten Abend, liebe YouTube-Zuschauer. Wir sind bei einer weiteren Runde Genshin Impact und machen heute dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Natürlich wieder mit Chat, ne? Oh je, so, 13 Stunden ist schon ein bisschen arg. Und dann nicht schlafen können. Garriton schreibt, hallo YouTube. Genau, hallo, wir sind Chat. Das ist eigentlich immer so das Beste, ne? Wenn die Zuschauer auf YouTube zum Beispiel nicht wissen, mit wem man gerade labert. Gut, was hatten wir denn für Aufgaben? Wir haben wieder neue tägliche Aufgaben. Und was haben wir denn für Neuerungen? Wir haben wahrscheinlich wieder Nachrichten, ne? Umfrage, das mache ich jetzt garantiert nicht. Und Ankündigungen. Versionsaktualisierungen. Mitteilung zur Aktualisierung. Neue Inhalte. Flüchtige Farben im Flug. Das sind total hübsche Charaktere. Möge das Glück dir hold sein. Anmeldeaktion. Das sind total süße Charaktere. Neue Waffen. Weiße Zeug, was ich noch gar nicht kapiere. Ist immer das Beste, wenn man es noch nicht kapiert. Nee, das war falsch. Wollte ich hier kurz drauf schauen. Zwei Kannen Kaffee. Soul, ich glaube, das ist nicht so gut. Der Händler ist ne. Da oben ist der. Nein, warte, hier unten ist der. Genau, da gibt es ja gerade diesen Geschenkehändler. Kann man den so nennen? Geschenkehändler? Wunderbare, wunderbare. Hey, lange nicht gesehen. Hey, du siehst ziemlich begeistert aus. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Vor kurzem habe ich eine Lizenz bekommen, um in Inazuma Geschäfte zu machen. Warst du schon in Inazuma? Nö, noch nicht. Haha, keine Sorge. Mein Geschäft in Inazuma ist, naja, es braucht schon mehr als das, um mich umzuhauen. Aber leider bin ich jetzt pleite. Hä? Im Grunde genommen habe ich von einem Forscher aus Sumeru den Auftrag erhalten, einen Prototyp des Kartenspiels Der Ruf der Sieben für das Verlagshaus ja nach Inazuma zu bringen. Dann witterte ich eine Geschäftsgelegenheit und kaufte eine Menge Fanartikel von Fräulein Hina und Taromaru Münzen aus der Teestube Komore. Ja, irgendwie habe ich es heute nicht mehr vorlesen, ne? Ich weiß nicht wirklich warum, aber die Menschen in Inazuma lieben es. Lieben dieses Zeug. Ich dachte, ich könnte schnelles Geld machen. Lass mich raten. Am Ende wurde das Band für die Taromaru-Münzen gestohlen. Meine Güte. Spielst du eigentlich mit Gamepad oder Maustastatur? Ich persönlich kann absolut gar nicht mit Gamepad umgehen und nutze Maus und Tastatur immer, wenn es möglich ist. Ich habe es jetzt mit Maus und Tastatur kennengelernt. Ich weiß, dass ich das Gamepad dran machen könnte, habe es aber noch nicht probiert. Darauf warte ich, bis das Spiel für die Switch dann rausgekommen ist. Dann habe ich ja keine andere Wahl als Gamepad. So, sie haben offensichtlich einen Sammelwert. Konnte der Preis von einem so hohen Wert so stark sinken? Vielleicht hättest du schon auf der Hut sein sollen, als ihr Preis bereits in den Himmel schoss. Wie auch immer. Jetzt ist es vorbei und alles wurde zurückgegeben. Unser Geschäft bleibt bestehen. Ich bin geschäftlich hier. Folgende Dinge wurden heute gebraucht. Hammer, Hammer, Hammer. Den hier müssen wir mal neu machen. Was sind das denn für Dinger? Lehrendes Gold. Material zur Verbesserung von Talenten. Ha? Okay. So, dann haben wir unsere vier täglichen Aufgaben. Das sind die Lilanen hier.
Können wir auf jeden Fall erledigen. Und natürlich unsere Hauptquest. Was ich jetzt sage, hört sich falsch an, aber ich nehme euch mal mit in die Wanne. Dann machst du schön warm. Das mache ich nämlich oft genauso. So. Der Badewanne kann man am besten entspannen. Wenn man halt währenddessen einen Stream guckt oder so, genauso. Du, was haben wir denn da für eine Aufgabe? Da drin? Ah, die Dame hier. Victoria. Wo versteckst du dich nur? Was machst du da? Ich suche nach einem Verdächtigen. Er heißt Albert und er lungert tagsüber immer in der Nähe der Kathedrale herum. Es sieht so aus, als hätte er etwas vor. Ich weiß nur nicht, was es ist. Könntest du ihm bitte sagen, dass er das lassen soll? Klar, sicher doch. Der Gott des Windes möge dich segnen. Danke. Ich werde gern gesegnet. Anything the knights can do for you? Ja, Soul. Nein, Spaß. An deiner Stelle würde ich alles an Waffen und Schmuck etc. behalten. Diese kannst du zum Aufwerten von anderen Gegenständen benutzen. Gerriton, keine Sorge. Ich habe schon 9 Stunden hinter mir. Und ich bin ein Looter. Ich hebe alles auf, was geht. Alles. Wirklich alles. Und ich sammle alles auf, was ich aufsammeln kann. War hier nicht gerade noch? Bin ich jetzt echt in die falsche Richtung gelaufen? Ja, das ist. Ich kenne das noch aus manchen anderen Spielen. Du sammelst lieber alles und hebst alles auf, weil irgendwann kannst du es nochmal gebrauchen. Ich kenne das sehr gut. Deswegen liebe ich das Spiel, weil es hier so ähnlich funktioniert. Albert? Los geht's, Barbara! Oh, was gibt es denn? Die Ordensschwester möchte, dass du diesen Ort schleunigst verlässt. Ich habe den Ordern von Vorius bereits darüber informiert, dass du, was du hier treibst. Hä? Wieso? Was habe ich denn getan? Was soll ich getan haben? Herumlungern? Nichts Gutes im Sinn haben? Böse Pläne schmieden? Da müsst ihr was völlig falsch verstanden haben. Kennst du Barbara? Ich meine, den Engel von Mondstadt. Viele Leute hier in Mondstadt verehren sie. Ich bin da keine Ausnahme. Ich bin der Leiter des Barbara Fanclubs von Mondstadt. Die Ritter des Order Favonius sind gleich hier. Lass mich doch ausreden. Weil ich Barbara so respektiere, will ich genau wie sie einen Beitrag für Mondstadt leisten. Ich bin ein ganz normaler Bürger, der etwas Gutes tun will. Ich könnte beispielsweise die Kathedrale reinigen. Aber die Ordensschwester Victoria lässt mich nie ausreden und scheucht mich immer weg. Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit sehr viele vertrocknete Blätter um die Kathedrale herumliegen. Die Ordensschwester Victoria wird sie mich sicher nicht wegfegen lassen. Würdet ihr für Mondstadt und Barbara die Blätter wegfegen? Na gut, vielen Dank für deine Hilfe. Da hat wohl wirklich jemand was falsch verstanden. Wenn er einfach nur ein bisschen Zauber machen will. Kriegen wir doch garantiert ein paar mehr auf einmal weg. Windblade. Ja. Hey. Was schon? Kann nicht sein. Nur noch 3. Jetzt fehlt noch einer, aber wo? Wo ist der letzte Laubhaufen?
Bin ich deppert oder sehe ich den einfach nur nicht? Waren einmal 4 und einmal 3. Ich habe ihn jetzt einfach übersehen, gell? Ich habe ihn übersehen. Wetten? Ja, natürlich habe ich ihn übersehen. Und weg. So. Ein bisschen gemeinnützige Arbeit, ne? Hast du schon alle Blätter weggefegt? Ja, jetzt ist alles sauber. Dankeschön. Um die Kathedrale sieht es jetzt schon viel sauberer aus. Da wird sich Barbara sicher auch freuen. Aber bitte erzähl Barbara nichts davon. Es geht ja darum, ihr etwas Arbeit abzunehmen. Da wollen wir sie nicht wegen so einer Sache behelligen. Mach dir keine Sorgen. Ich halte mich an mein Versprechen und gehe jetzt. Tschüss oder bis bald. Wir werden sehen. Okay. Ja, die Ordensschwester übertreibt ein wenig, oder? Nur so ein bisschen. Okay, reden wir nochmal mit der Ordensschwester. Rennen ein bisschen durch die Kathedrale. Es geht um Albert. Ist Albert jetzt weg? Ja, er ist weg. Na endlich. Aber warum hast du eben Blätter gekehrt? Aber es ist schon gut. Dann hat Albert wenigstens keine Ausrede, wieder zur Kathedrale zu kommen. Hiermit möchte ich mich bei dir bedanken. Möge der Gott des Windes dich beschützen. Wenn es nichts weiter gibt, werde ich wieder an die Arbeit gehen. Du kannst dich auch wieder um deine eigenen Aufgaben kümmern. Irgendwie würde ich gern sagen, dass die in Albert falsch liegt. Eine Dummheit gegangen. Oh mein Gott, Sol, was hast du getan? Du hast aber nicht Sandy ins Wasser fallen lassen, oder? Die nächste Aufgabe wäre Retter in der Not. Ein Auge des Sturms ist in freiem aufgetaucht und bedroht die umliegenden Gebiete. Geh und vernichte es. Vernichte das Auge des Sturms. Oh, warum habe ich die Schnellreisepunkte hier nicht? Wir gehen da hin und schnappen uns gleich die Schnellreisepunkte. Dann haben wir das nächste Mal leichter. Und wir müssen in die Richtung. Ich habe meinen Bart abrasiert, weil er mich genervt hat. Und jetzt bist du ganz erschrocken, weil du das Antlitz im Spiegelbild nicht erkennst? Ich weiß, das ist manchmal echt schlimm. Wenn man sich so total dran gewöhnt hat, dann ist es echt gemein. Close. Hm? Für mich ein Bubi-Gesicht. So fängt es immer an. Mal eben die Schnellreisepunkte holen und zack, sind 4 Stunden rum und die Weltkarte ist ein kleines bisschen mehr erkundet. Auf jeden Fall. Aber genau so muss man es doch machen, oder? Deswegen ist es doch Open World, oder nicht? So, und wir müssen jetzt in die Richtung. Mehr so rum. Oh. Ups. Ich wurde letztens schon mit Bart auf unter 30 geschätzt. Bestimmt Altersnachweis machen, ja, hoffentlich. Da kann man sich mal wieder so richtig jung fühlen. Ich liebe die Geschichte, aber manche nervt es wahrscheinlich irgendwann. Zumindest die, die sie schon kennen. Aber ich habe mal geraucht. Und da bin ich in den Penny und
habe einen kleineren Einkauf gemacht und mir auch eine Schachtel Zigaretten geholt. Die Kassiererin fragte mich natürlich nach meinem Ausweis. Ist ja auch vollkommen okay, ne? Sie konnte nicht ganz einschätzen, wie alt ich bin, und offiziell müssen sie eigentlich immer nach einem Ausweis fragen, egal ob sie einschätzen können, wie alt jemand ist. Auf jeden Fall fragte sie mich nach meinem Ausweis, schaute mich an und sagte, da haben sie sich aber gut gehalten. I'll keep this close. Mit 21. Habe ich mich gut gehalten. Mit 21. Wow, weißt du? Ah, warum? Jung sein ist zu stressig. Lebe alt und weiß wird. Ah, ja, nein. Und so gerne jung. Ich bin auch gerne jung. Aber ich möchte mir nicht anhören, dass ich mich gut gehalten habe. Mehr verletzend. Jo. Und da lauter Oh. 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 Mein. Wenn man diese Sternchen schon auf der Karte sieht und sich dann fragt, wo ist der? Und dann erstmal guckt und schaut, ob man irgendwie sehen kann. Und man sieht die nicht. Das sind aber große Kratzspuren. Oh, guck mal, ein Freund. Hallo. Ja. Na? Mich echt erwischt, ne? So. Ja, komm her. Komm, komm ab. Das war die falsche Taste, aber egal. Ah. Mach mal. Ich habe mich etwas blöder angestellt, als ich wollte. Weil wie man sich fühlt. Ich bin morgens 5, mindestens Mittag 36 Uhr. Ja, gut. Die 16 füllen ist doch super. Echt riesen Kratzspuren. Ich habe schon so viele Frauen getroffen, die teilweise locker 10 Jahre älter aussahen, als sie sollten. Ja. Manche Frauen, ich habe auch eine Bekannte. Ich mag sie sehr. Aber sie sieht halt echt älter aus, als sie ist. Wie sagt man manchmal, verbraucht. I'll keep this close. Zumindest kenne ich die Ausdrucksweise. Jemand verbraucht aussieht oder wirkt. Mich immer noch, wo das ist. Ist da bei den Bäumen ist doch was, oder? Ah ja, da oben. Hey. Nehmen wir die auch noch mit. Ich glaube, 5 kommt doch eher hin. Du musst jetzt ins Bett. Nur noch 5 Minuten. Ja, nur die Lebensart spiegelt sich im Körper wieder. Ja.
Nur noch 5 Minuten. Ich will noch nicht ins Bett. Aber ich glaube, ich bin in dem Alter, wo ich gern sage, jetzt ab ins Bett.